Dinge geschehen, Hallo. Die unsere Generation an ein Ende bringen werden. Genau, hallo und willkommen zurück zu den Säulen der Erde. Öffnet die Augen, die Zeichen sind überall. Genau, niemand scheint ihn zu beachten, selbst der Vogt. Warum wohl? Dann reden unsere wir mal mit ihm. Nahrung verfault, unsere Tiere sterben, unsere Häuser verfallen. Das Ende ist nahe, aber unser Graf wird uns zum Heil führen. Ist das so? Eine harte Hand für harte Zeiten. Es wird sich alles zum Rechten wenden. Er hat sich in Rage geredet. Nein, ich kümmere mich lieber um meine Geschäfte. Sind der Sünde verfallen von den Dämonen. Dann haben wir Philipp. Er ist angespannt, sieht das Leben im Kloster vor, statt mit Grafen zu reden. Doch sein Pflichtgefühl zwingt ihn. Der Niedergang von Shiring ist ein Omen. Hat die Schlange sich schon bewegt? Wir stehen da wie Salzsäulen. Aber der Graf wird sicher bald Bittsteller empfangen. Hoffentlich bevor die Bauleute in Kingsbridge das Weite suchen, weil ich sie nicht entlohnen kann. Bittsteller. Alle wollen den Grafen sprechen, ein Gerichtstag. Sie sehen nicht sehr zuversichtlich aus. Wenn mein Vater nicht abgesetzt hätte, könnte ich ihm jetzt helfen. Und unser ich kann Graf ihm nicht helfen. Wird der neue Apostel sein, der Vogt Justus. Ich erinnere mich an ihn, war früher meinem Vater treu. Guten Tag, Vogt. Werden diese Leute noch lange warten müssen? Wenn du eine Beschwerde hast, sprich mit dem Grafen. Ich glaube, er erkennt mich nicht einmal wieder. Solltet ihr nicht beim Grafen sein, als sein Berater? Unser Graf hat heute keine Verwendung für mich, aber du könntest ihm gefallen. Geh und warte, bis du dran bist. Aber wir sind nicht verloren. Verzeihung, Vogt. Sprecht mit dem Grafen. Okay, da haben wir also nix. Tut Buße, dann haben wir noch einen Bettler. Königreich des Himmels. Armer Mann, teilnahmslos bei Gott, erinnert mich an Vater. Tuchstand. Andere Händler bieten Flaus und Filz an, bringt höhere Preise, leichter zu transportieren. Aber Wolle zu walken, ist harte Arbeit. Dinge geschehen, die unsere gute Qualität. Generation an ein Ende bringen werden. Dann haben wir hier die Mag, mit der sollten wir reden. Machen wir gleich. Gucken wir uns erst noch den Wollstand ein. Ein schöner Anblick, trocken genug, um den vollen Preis zu erzielen. Das meiste ist bereits verkauft. Mag betreibt diesen Stand für mich. Vielleicht später. Kunde sieht nach Ärger aus. Einige Kunden sind störrig, wie Maulesel. Ein besonders unverschämter Kerl. Ich werde nie mehr mit euch handeln. Was ist das Problem? Sie hat die Preise erhöht. Ist das wahr? Ein übler Ort ist das hier geworden. Diebe rechts und links. Wenn wir den Preis vereinbart hätten, von dem ihr redet, dann können wir die Wolle gleich verschenken. Mac, es ist gut, dich zu sehen. Ich bin hier, um das Geld zu holen, was wir bisher eingenommen haben. Verzeihung, wir waren gerade im Gespräch. Was ist das Problem? Selbst die Händler beklauen einen hier. Was für ein erbärmlicher Ort das geworden ist. Er hat bereits vor Wochen eine Karrenladung Wolle bestellt. Aber jetzt weigert er sich, den vereinbarten Preis zu zahlen. Na, sei diplomatisch. Was meint ihr, warum die Preise dieses Jahr so hoch sind? Damit mehr Geld in eure Taschen fließt? Eigentlich hat der Graf alle Gebühren erhöht. Es kostet mehr, das Tor zu passieren, einen Stand aufzustellen und eine Verkaufsgenehmigung zu erhalten. Das mag sein, aber ich habe nun mal klare Anweisungen von meinem Herrn. Dieser Preis ist zu hoch. Habt ihr den Preis auf einem Kerbholz vermerkt? Gehört ihr zum Vogt? Wer seid ihr überhaupt? Mir gehört dieser Wollhandel. Oh. Ihr ist unsere Hälfte, Aljena. Würdet ihr mir nun bitte euren Teil des Kerbholzes geben?
Entschuldige den Kunden. Handle neu. Das sieht ein bisschen zerkratzt aus. Es gibt ein paar Kerben mehr auf unserem Teil. Zwei Stücke, zwei unterschiedliche Preise. Zugegeben, Kerben bei unserem Teil hinzuzufügen ist viel, viel einfacher. Aha, ihr gebt es zu. Aber der Abschnitt mit den fehlenden Kerben ist dünner als der Rest. Du hast recht. Es sieht aus, als wäre da etwas weggeschnitten worden. Was? Wollt ihr mich als Betrüger bezeichnen? Die Zeiten sind hart für uns alle. Ich werde euch nicht dem Vogt anzeigen. Diese Wolle wird nicht genug Kleidung für alle Diener meines Herrn abgeben. Ganz zu schweigen von den Hemden für ihn selbst. Wer sich Diener leisten kann und viele Hemden tragen will, sollte den Preis für eine Wolle dieser Qualität zahlen können. Hohe Qualität? Ja, aber das ist keine so hohe Qualität. Jetzt, da es erwähnt, sehe ich es. Ich kann nicht so viel Geld für so schlechte Wolle bezahlen. Jetzt zweifelt er die Qualität an. Schön. Dann lasst mich die Qualität meiner Wolle beweisen. Ihr könnt's versuchen. Ein Stück der Wolle, die wir verkaufen, gute Qualität. Unglaublich. Reden wir darüber. Aha. Und wie soll ich da was vielleicht noch beweisen? Ihr wollt mich wohl bescheißen. Ich werde meine Geschäfte wohl anderswo tätigen. Dort werdet ihr auch keinen besseren Preis erhalten. Jemanden suchen und die Wolle beurteilt. Ich finde einen Experten und beweise es. Ich warte. Raubrittertum. Tuchstand. Wir waren uns über den Preis einig. Drei. Ich kann sie nicht einfach verschenken. Nein, das ich werde die Wolle behalten. Das ist nicht der Preis, an den ich mich erinnere. Ihr habt dem Kauf im Vorfeld zugestimmt. Dann sagen wir mal, verlasse den Markt. Gucken wir mal in die Richtung. Ihr wollt mich wohl bescheißen. Lasst uns einen kommen. Aha. Marktplatz. Mädchen mit einem Stück Fleisch. Flämische Händler. Gehen wir dahin. Bist du der christlichen Kunst nicht müde? Diese traurigen Gesichter und stumpfen Farben machen mich trübsinnig, wie diese ganze Stadt. Wohl wahr. Ich bevorzuge farbenfrohe Gemälde von den schönen Dingen im Leben. Entschuldigt, würdet ihr mir eure Meinung sagen, was die Qualität dieser Wolle betrifft? Natürlich. Zeig sie uns. Oh, wie wunderbar weich. Und wie gründlich gereinigt. Keine Spur von Schmutz oder Fett. Die Fadenstärke ist außergewöhnlich fein. Und die Farbe ist gleichmäßig und hell. Geeignet für Kleider von hoher Qualität. Ich freue mich, dass wir gleicher Meinung sind. Würdet ihr dies auch einem meiner Kunden gegenüber bestätigen, wenn es nötig sein sollte? Natürlich. Schickt ihn einfach zu uns. Bei all diesen Steuern und schrumpfenden Märkten war ich mir nicht sicher, ob es sich noch lohnt, nach Shiring zu kommen. Aber für Wolle dieser Güte lohnt es sich auf jeden Fall. Na gut, das war ja einfach. Gut, dann. Wie viele von euch sind der Sünde verfallen? Schauen wir die mal an. Von den Dämonen der Hölle. Ich werde meine Geschäfte wohl anderswo tätigen. Dort werdet ihr auch keinen besseren Preis erhalten. Nur wenige Straßen entfernt gibt es flämische Händler. Sie hatten großes Interesse an meiner Wolle. Und sie wären gern bereit, euch deren Qualität zu bestätigen. Jeder hat Freunde, die für einen lügen. Halte an Auktion ab. Dann überlassen wir es dem Volk. Wir werden die Wolle auf der Nachmittagsauktion versteigern. So erzielt sie bestimmt einen angemessenen Preis. Nein, wartet. Vielleicht können wir nachverhandeln.
Mein Herr wird ungehalten sein, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Bleib hartnäckig. Sich mit Ausländern und Adeligen zu messen, ist riskant. Sie sind gnadenlos und haben tiefe Taschen. Aliena? Aber wenn ihr das Risiko eingehen wollt... Nein, wartet. Ich nehme die Wolle. Ich will euch nicht ruinieren. Mein Herr kann es sich leisten. Er ist bloß geizig. Und er kann sehr jähzornig sein. Bei allen Heiligen. Ihr zeigt keine Gnade, was? Ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Unsere heutigen Einnahmen, hoffentlich reicht das, um aus der Misere zu ziehen. Um uns aus der Misere zu ziehen. Ich befürchte, dass er das nächste Mal nach einem anderen Händler sehen wird. Ein guter Händler strebt ein Geschäft an, bei dem sich beide Seiten als Sieger fühlen. Denk immer daran. Wir brauchen Kunden wie ihn nicht. Und wir haben unser Geld. Ja. Und du meinen Dank. Noch etwas. Könntest du Ovids Amores für mich besorgen, wenn du nach Winchester kommst? Es ist ein Buch. Ja. Ich kann Bruder Theobald fragen. Seine Büchersammlung ist umfassender, als der Kirche lieb sein dürfte. Dann wird er es hoffentlich haben. Vielen Dank. Keine Ursache. Können wir mit ihm reden? Eure Wolle mag ja von guter Qualität sein, aber das wiegt diese schreckliche Stadt nicht auf. Sie war mal ein guter Handelsplatz. Das war mit Sicherheit das letzte Mal, dass ich hierher gekommen bin. Verdammte Stadt. Dann gehen wir mal wieder. Was macht die Familie? Mein Vater hat eine Erkältung. Vielleicht können wir dem ja sogar Geld geben. Sorgen. Meiner Frau geht's genauso. Der Niedergang von Shiring ist ein Omen dessen, was da kommen wird. Hat der jetzt aber nichts bewirkt? Verlasse den Markt. Und unser Graf wird der neue Apostel sein, der uns. So, wir haben hier. Oh. Und eine ganze Reihe. Ne, Marktplatz, Marktplatz, Gasse, Gasse. Weg. St. George, gedacht als Bauwerk der Hoffnung. Thomas Kathedrale sollte sogar sie übertreffen. Okay. Gehen wir nochmal dahin. Vielleicht sollte ich anfangen zu malen. Was würde dein erstes Meisterwerk zeigen? Ich würde sagen, Früchte und dekorative Objekte auf einem Tischtuch aus Damast. Zumindest könntest du dir dafür so viel Zeit nehmen, wie du willst. Obst verfault nicht so schnell. Es gibt keinen Grund, dort jetzt hinzugehen. Wir gehen nicht dahin. Okay, dann haben wir Nordtor. Das Nordtor führt nach Kingsbridge. Wäre schön, mit Jack zu reisen. Wir müssen allen bald von uns erzählen. Mönche bleiben gewöhnlich in ihren Klöstern. Hab ich die nicht schon mal gesehen, aber nicht in Kingsbridge. Entschuldigt, könnt ihr mir sagen, was mit Shireen geschehen ist? Ich weiß, dass wir unter dem Krieg leiden, aber die Stadt ist mir nie so trostlos vorgekommen. Ach, was wissen wir schon. Wir sind nur Pilger auf der Suche nach Gottes Wundern. Und einem Heiligen, der meinen Fuß heilen soll. Und meine Augen. Aber in Shiring scheint es heutzutage keine Wunder zu geben. Es heißt, der Graf bestraft sein Volk zur eigenen Unterhaltung. Ja, sowas habe ich auch gehört. Wie geht es denn mit eurer Pilgerfahrt voran? Immer einen Schritt weiter. Und manchmal einen zurück. Wegen meines Fußes. Na gut, Brotverkäufer. Hast du Interesse an etwas Pferdebrot? Ist das die einzige Art Brot, die du hast? Das ist die einzige, die noch nicht grün ist, denke ich. Wenn du grünes Brot verkaufst, werden deine Kunden krank. Und das wird dir nur Ärger machen. Was? Warte. Gehörst du zum Vogt? Nein, keine Sorge. Ich dachte immer, Vogt Justus sei ein fauler Kerl.
Aber jeder scheint vor ihm Angst zu haben. Nicht vor ihm. Vor dem Grafen. Gestern wurde ein Freund von mir getötet, weil er ohne Genehmigung Korn gemahlen hat. Verschüttet unter den Trümmern seiner Mühle. Was? Solltest du nicht frisches Brot verkaufen? Tja, wenn ich es mir leisten könnte. Wenn man Korn von außerhalb herbringt, muss man heutzutage Steuern zahlen. Die Mühle meines Freundes war ein Segen. Manchmal nahm er nicht mal Geld dafür, wenn man sie benutzt hat. Und deshalb hat man ihn umgebracht. Und ich kann mir die Mühlen des Grafen hier in der Stadt nicht leisten. Was denkt der Graf sich dabei? Warum schadet er dem Handel in der Stadt? Ich weiß es nicht. Besser, man stellt keine Fragen. Okay, das war's. Brot sieht alt aus, hart wie Ziegelsteine, verkauft sich nicht gut. Brotverkäufer, Mönche. Dann haben wir hier noch irgendwas. Palast des Bischofs. Das ist der Bischofspalast. Jack wird ihn sicher gern näher ansehen wollen. Neugier ist manchmal stärker als Vernunft. Da können wir hingehen. Der Palast des Bischofs. Ah. Okay, das war ja sehr hilfreich. Ich habe dort nichts zu schaffen. Verlasse Shiring. Osttor. Das Osttor führt nach Winchester. Dort leben viele Wollweber und Färber. Das Osttor führt... Ja, okay. Schmied. Könnten wir uns später übers Geschäft unterhalten? Ah, Lady Aliena. Mit euch immer. Ich hörte, die Geschäfte gehen schlecht. Das gilt nicht für mich. Viele Ritter benötigen meine Dienste. Seine Männer haben hier ganz schön aufgeräumt. Mir passt es sehr, dass der Graf die Straßen von Pack gesäubert hat. Und Leute, die sich über Löhne und Preise beschweren, waren nie meine Kunden oder Freunde. In der Stadt war früher viel mehr los. Das liegt daran, dass der Vogt endlich mal was getan und die Stadt von Dieben und Betrügern geräumt hat. Ich hoffe, ihr streckt eure Wolle nicht, bevor sie verwebt wird. Ich würde meine Kunden nie übers Ohr hauen. Gut, dann werden wir beide hier in Shiring keine Probleme kriegen. Dessen wäre ich mir nicht so sicher. Wie viel kostet ein Kettenhemd? 6 Pfund. Nur für das Kettenhemd? Ich muss irgendwie die Steuern wieder reinkriegen. Okay. Das Osttor führt nach Winchester. Ja, das hatten wir. Schmied. Shiring leidet, aber der Schmied ist noch hier. Ein gutes Geschäft für gute Ware. Schätze, Jack würde gerne mal mit ihm reden. Überall Jack. Morgen in der Ferme. Es ist die Burg des Bischofs. Soweit Valaran sie bauen konnte. Philipp hat mir von seinen Plänen erzählt. Ah ja, die wäre dann möglicherweise fertig geworden, wenn die wir das Reste anders gemacht hätten. Burg. Interessant. Wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, ob die dann auch tatsächlich, wenn wir uns anders entschieden hätten, ob die hier ein anderes Bild gehabt hätten. Mädchen mit einem Stück Fleisch. Sie schleppt ein großes Stück Fleisch. In ihrem Alter bin ich nur zum Spielen rumgelaufen. Was hast du da? Nicht zum Verkauf oder zum Essen. Nicht zum Stehlen. Geh weg. Keine Angst, ich tu dir nichts. Oh. Wo hast du das her? Ich bin keine Diebin. Ein Mann in der Taverne hat mir eine Brotkruste versprochen, wenn ich ihm das vom Markt hole. Ich muss nur kurz verschnaufen. Du siehst hungrig aus. Sagst du etwa, ich soll das behalten? Mm-mm. Diebe hängt man. Ich bin ein braves Mädchen. Oh, natürlich. Hast du keine Familie, die für dich sorgt? Meine Tante hat Blumen verkauft, aber sie konnte die Steuern nicht zahlen. Jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Ich hab so einen Hunger. Okay, mehr können wir da nicht machen. Was passiert denn, wenn wir hier nach Verlasse... Moment, bevor ich das mache. Werden wir hier einmal speichern. Zip. Und dann werden wir mal hier die Siedlung verlassen oder mal da drauf klicken. Ich vermute, dass sie sagt, ne, will ich nicht. Nein, ich gehe nicht ohne Philipp. Ja, genau. Dann gehen wir mal hier runter zur Straße. Das war ja super. Dann haben wir das auch geklärt. Marktplatz.
Gasse. Da ist also auch nichts. Vielleicht ist der das ja. Hast du eine Gruppe Ritter gesehen? Ich habe heute so viele Leute gesehen. Ist schon in Ordnung. Der da vielleicht? Habt ihr Richard und seine Ritter gesehen? Sie kamen vorbei und sahen sich ein paar Schwerter an. Aber sie haben nicht gesagt, wohin sie gingen. Vielleicht haben die gesehen. Den. Er scheint nicht hier zu sein. Anscheinend nicht. Na gut, dann können wir jetzt auch nur durchprobieren. Hast du von Richard von Shiring gehört? Dem Ritter? Also, er hat hier heute jedenfalls kein Brot gekauft. Warum fragst du nicht den Vogt? Er scheint in letzter Zeit jeden im Auge zu haben. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Nein, wir sind gerade erst angekommen und auf dem Weg zur Kirche. Trotzdem, vielen Dank. Und ihr? Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Eine Gruppe von Rittern, sagst du? Haben sie vielleicht Interesse daran, Leinen für ein neues Gambeson zu kaufen? Vielleicht, aber ich muss sie erst finden. Dann werden wir nach ihnen Ausschau halten. Okay. Und bei dem Tor nachfragen? Nein, er ist nicht hier. Dann gehen wir mal. Moment, vielleicht kommen wir da auch noch. Er scheint nicht hier zu sein. Dann kommen wir jetzt nur zum Marktplatz zurück. Wie soll ich so meine Familie ernähren? Vielleicht hat der Ding gesehen. Das ist er nicht. Das ist alles viel zu teuer. Ist ja ein Ding. Du? Das ist er auch nicht. Unser Graf sieht. Und Geduld ist eine Tugend. Vielleicht können wir den darauf ansprechen. Habt ihr eine Gruppe Ritter gesehen, angeführt von einem Richard von Shiring? Du meinst König Stephans Ritter? Das letzte Mal, als ich sie sah, haben sie sich im Leinenlärm die Hucke vollgehauen. Sie ziehen in die Schlacht. Also sollten sie heute Nacht besser nicht mehr ihr Herz verschenken. Wie umsichtig von euch. Ah ja, Richard ist womöglich im Leinenlärm, in der Taverne natürlich. Verlasse den Markt. Wie es geschrieben steht im Buch des Matthias. Dann ist das jetzt bestimmt hier eingetragen irgendwo. Schenkenfüll. Nur bei vollem Becher flammt auf des Geistes Leuchte. Säufer. Der Stadtsäufer starrt ins Feuer, noch geistesabwesender als sonst. Ich habe keine Zeit, mich mit ihm abzugeben. Tessa, man sieht selten Wein außerhalb der Kirche. Die Schenke muss ein paar reiche Gäste haben. Der Wirt verdient an jedem Krug, den er verkauft. Und mit jedem Krug sind die Gäste gewillter zu kaufen. Nun, Wolle von hoher Qualität macht mich auch freudetrunken. Okay, dann haben wir ruhige Gäste. Wie lange sind die schon hier? Worauf warten sie? Starren vor sich hin. Ich muss meinem Ritter das Geld geben. Schankwart, Tavernen waren mal gut besucht. Man fand kaum einen freien Platz. Es gab viel mehr Gäste. Wie läuft das Geschäft? Schleppend. Zumindest habt ihr noch eure Stammgäste, wie es scheint. Selbst in schlechten Zeiten trinken die Menschen. Der Graf von Shiring hat neue Gesetze und Steuern verhängt und das macht es alles schwieriger. Da ist auf jeden Fall die Animation kaputt. Was ist euer Erfolgsgeheimnis als Gastwirt? Leute geben ihr letztes Hemd für eine angenehme Ablenkung. Besonders, wenn sie eine Menge Sorgen haben.
Möchtet ihr etwas trinken? Danke. Ich bin nur hier, um meinen Bruder und seine Männer in die Schlacht zu verabschieden. Möchtet ihr etwas trinken? Danke. Ja, dann haben wir... Ich meine, hier sieht man schon was. Aber... Ah, prächtiger Schild. Ein Pfand, das jemand hinterlassen hat. Kein Wappen, das ich kenne. Jeder hat heutzutage ein Wappen. Ich hoffe, ich werde keinen Schild brauchen. Da ist doch ein Wappen drauf. Naja. Treppe. Führt zu den Gastzimmern und anderen Vergnügungen. Ich frage mich, wie viele Gäste sich das leisten können. Krug. Wie oft der heute schon gefüllt? Ist der heute schon gefüllt worden? Ich bin nicht durstig. Ich habe das nicht gekauft. Richard, Simon und Alonso. Irgendetwas Neues über Mathildes Armee, Sir Alonso? Die Angeviner werden von Robert von Gloucester angeführt und sie sollen 1000 Mann stark sein. Aber Stefan hat mehr Männer und wir reiten mit ihm an vorderster Front. Hat Robert von Gloucester erfahrene Kempen auf seiner Seite? Wenn wir das nur wüssten. Ruhm und Sieg werden unser sein, so oder so. Mhm. Seid ihr bereit für die Schlacht? Es ist meine Pflicht, bereit zu sein. Gut. Ich hörte, ihr wollt Kaiserin Mathildes Armee entgegentreten, Sir Simmond. Wir kämpfen auf dem wunderschönen Feld bei der berühmten Burg von Lincoln. Das klingt ja so, als würden wir nur hingehen, um uns die Landschaft anzusehen. Man darf doch wohl die Schönheit der Natur würdigen. Lasst euch von der Schönheit nur nicht ablenken, Sir Simmond. Da ihr nicht dort sein werdet, my Lady, hoffe ich, meine Aufmerksamkeit ganz dem Feind widmen zu können. Seid ihr bereit für die Schlacht? Ich freue mich darauf. Mir ist gleich, ob wir siegen oder fallen, solange es im Namen des Königs geschieht. Was für eine glorreiche Art zu sterben. Ich werde euch an diese kühnen Worte erinnern, wenn ihr euch in eurem eigenen Blut wälzt. Es bringt Unglück, so etwas zu sagen. Aber ihr werdet doch da sein, um auf mich Acht zu geben, oder? Mach ich doch immer. Ja. Dann Richard. Heute reiten wir nach Lincoln. Die Getränke gehen auf mich. Wirt, noch eine Runde für alle. Ihr seid der Beste, Richard. Sir Richard, bitte. Ach, Quatsch. Wir sind doch alle Brüder. Es heißt Sir Richard. Oh. Und ich dachte, du bräuchtest mein Geld für eine neue Rüstung. Oh, das tue ich. Ein Ritter ist nur so gut wie seine Ausrüstung. Hast du Alonsos neues Schwert gesehen? Mit so gut ausstaffierten Waffenknechten, wie könnte ich König Stefan mit minderem Rüstzeug entgegentreten? Und eine schlechte Rüstung könnte ihm das Leben kosten. Nur das Beste für die Besten. Mahne ihn zur verantwortungsvoller, ja, ihn verantwortungsvoller zu sein. Du solltest verantwortungsvoller mit unserem Geld umgehen. Ich verwende es für meinen guten Ruf. Das ist verantwortungsvoll. Du zahlst für den Wein anderer Leute, von denen du einige nicht mal kennst. Ein Ritter zu sein ist mehr als nur kämpfen, Ellie. Es ist eine Lebensweise. Wir kämpfen zusammen, trinken zusammen, sterben zusammen. Richtig. Auf Teufel komm raus. Gemeinsam durch die Hölle. Du sagst das, als wär's was Schlechtes, Alonso. Aber du könntest unser Geld etwas umsichtiger ausgeben.
Willst du, dass William Hamley Graf von Shiring wird oder ich? Was soll diese Frage? Wenn wir Glück haben, wird er nie aus dem Heiligen Land zurückkehren. Das ist er bereits. Was? Wir sind auf die Männer Robert von Gloucesters getroffen. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob er es war. Er trug den Mantel eines Kreuzritters. Nein, tut's nicht. Bitte, habt Erbarmen. Bei Gott, bitte. Ganz ruhig. Und dann rief König Stefan seinen Namen. William Hamley, kommt mit, wir reiten los. Warum hast du mir das verschwiegen? Ich wollte dich nicht aufregen. Wie bitte? Es geht hier nicht um dich oder mich, Ellie. Ein Monster wie ihn Graf werden zu lassen, würde nicht nur unseren Vater verraten. Es würde heißen, alle zu verraten. William ist ein Schlachter, ein dreckiger Bastard ohne Ehre. Hüte deine Zunge. Ihr sprecht vom Sohn des Grafen von Shiring. Ich bin der Sohn des Grafen. Sir Richard, euer Vater hat sich gegen den König gestellt und Titel und Land verloren. Rechtlich gesehen seid ihr nicht der Erbe des Titels. Was habt ihr da gesagt? Ganz ruhig. Verräterischer Hundsfott! Beruhigt euch oder ihr bringt euch noch gegenseitig um, anstatt des Feindes. Mich des Verrats zu beschuldigen, euren treuesten Waffenknecht. Ich oder William, trefft eure Wahl, Alonso von Toledo. Kommt schon! Ja, ne? So macht man sich als Ritter beliebt, wie wir gelernt haben. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, sich zu vertragen. Ihr verurteilt mich, weil ich die Streiten Wahrheit sie sage. Streiten Sie sich häufiger so? Ja, sie sind beide sehr stolz. Gebt ihnen ein paar Tage. Dann legt es sich. So lange können wir leider nicht warten. War ich euch nicht immer der treueste Kamerad? Eine Entschuldigung wäre hilfreich. Der mit dem größten Mundwerk wohl sicher. Es tut mir leid. Seht ihr, ganz einfach. Ich habe nichts Falsches gesagt. Ich will nur, dass ihr auf dem Boden bleibt. Ich habe unsere Einnahmen dabei, Richard. Gut, zumindest auf meine Schwester ist Verlass. Ich glaub's ihr nicht. Versuche sie erst zu versöhnen. Es tut mir leid, aber so kann ich euch doch nicht in die Schlacht ziehen lassen. Ich hab dich um Geld gebeten, nicht deinen Ratschlag. Wie wagt ihr es zu behaupten, dass William und sein fetter Vater ein Recht auf meine Grafschaft haben? Offenbar haben sie keine Ahnung, wie man einen Streit ohne Kampf beilegt. Können wir nicht einfach sagen, dass wir hier unterschiedlicher Meinung sind? Ich bezweifle, dass das ihren Streit schlichtet. Percy Hamleys Titel ist eine Tatsache, keine Meinung. Treppe? Das ist nur für Gäste. Das stimmt nicht. Er hat ihn nicht verdient. Es geht nicht darum, wer was verdient hat. Ich habe keinen Grund, Sie zu stören. Der König hat eine Entscheidung getroffen. Was ihr solltet ihr da das gesagt? Akzeptieren. Möchtet ihr etwas trinken? Danke. Ich bin nur hier, um meinen Bruder und seine Männer in die Schlacht zu verabschieden. Oh nein. Ja, aber ansonsten haben wir jetzt hier ich auch gar keine nichts mehr zu sagen. Ah, der Kuh. Der Schenke. Sehr erwachsen. Vielleicht hilft ein Krug Wein ihnen, sich zu entspannen. Die nächste Runde geht auf mich. So wie Alonso redet, hat er schon genug getrunken. Ihr seid viel zu stolz und zu stur. Wer hat uns denn stundenlang immer tiefer in den königlichen Forst geführt? Nur weil er nicht zugeben wollte, dass er sich verirrt hatte. Aber wir haben dabei einen wunderbaren Sprung Rehe gesehen. Wir mussten sicher gehen, dass sich dort keine Outlaws verbargen. Der Wein facht die Flammen nur an. Habt ihr mir was zu sagen? Singende Gäste. Niemals.
Nie bring ich ein Werk zustand, fehlt mir Wasser am Magen. Hörst du? Schenk nach. Aber du hast den ganzen Tag noch nichts zustande gebracht. Vielleicht bin ich dann der nächste Graf. Klingt sehr nach ihm. Der war gut. Musst du nicht auch mal arbeiten gehen? Der Graf hat die Mühle meines Alten abgefackelt. Keine Mühle, keine Arbeit. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Nein. Wie würdet ihr einen Streit wie den da drüben schlichten? Jeder hat seine eigene Art, mit Druck fertig zu werden. Sei es Essen, Glücksspiel oder Trost in den Armen einer Dirne. Zu meinem Glück verlegen sich die meisten aufs Trinken. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist. Sag das nicht so laut. Wie wär's hiermit? Ein Stück Brot getränkt in dunkler Soße. Einfach, aber schmackhaft. Mhm. Der Tavernenbesitzer hat es mir gegeben. Ich will ihm nicht sein Geschäft verderben. Wie soll mir das helfen? Habt ihr mir was zu sagen? Niemals. Vielleicht bist du bloß hungrig. Machst du Witze? War nicht so gemeint. Wir können das aber diesem, ich weiß nicht, wo hier der Zusammenhang ist, aber also wie das... Können wir das Ganze nicht... Wieso mir der dieses Brot überhaupt gegeben hat, aber die hat ja anscheinend Hunger, deshalb geben wir ihr das, bekommen das Stück Fleisch. Möchtest du was zu essen? Ich nehme nur von Meg etwas an. Sie ist eine Kauffrau. Das Essen, das die anderen mir geben, ist verdorben. Aber sie gibt mir gutes Essen. Meg ist eine meiner besten Freundinnen. Oh, ach so? Dann nehme ich es an. Ich habe so einen Hunger. Mhm. Du bist so nett. Wie kannst du es dir leisten, einem Mädchen eine ganze Scheibe Brot zu geben? Ich bin eine Kauffrau. Oh. Wenn ich groß bin, dann gehe ich aus Shiring weg und verdiene auch viel Geld. Wenn ich dann wiederkomme, braucht sich Tante wegen der bösen Männer, die Geld haben wollen, keine Sorgen mehr zu machen. Böse Männer? Sehr böse Männer. Meinst du nicht, du solltest jetzt das Fleisch abliefern? Ja, ich muss weiter. Ich brauche nur eine kleine Pause, um zu verschnaufen. Wie würdest du einen Streit schlichten? Also, ich laufe immer weg. Oh, aber die beiden sind eigentlich Freunde. Weglaufen hilft da nicht. Dann lass sie ein Spiel spielen und der Gewinner kriegt recht. Ah, gute Idee. Aha, vielleicht hilft ein Spiel. Na, ich weiß nicht. Aber das haben wir jetzt ersetzt mit Spiel, also... Von daher... Ich brauch mehr zu saufen. Haben wir das andere gar nicht mal als Option. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Warum sollte ich ein Spiel mit in die Schlacht nehmen? Um dich auf andere Gedanken zu bringen. Ich brauch sowas nicht. Habt ihr mir was zu sagen? Niemals. Und du? Habt ihr irgendwelche Spiele? Wahrsagen ist unterhaltsam. Man wirft ein paar Stöcke und sie geben Antwort auf eure tiefgründigsten Fragen. Zum Beispiel? Ob die Person, die man liebt, die Gefühle erwidert? Das ist gerade nicht das, wonach ich suche. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Habt ihr irgendwelche Spiele? Brettspiele haben keinen Platz auf dem Schlachtfeld. Ihr habt nur Angst, sie kaputt zu machen. Dann reden wir die ganzen anderen auch nochmal darauf an.
Vielleicht haben die irgendeine Art Idee. Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Habt ihr irgendwelche Spiele zur Unterhaltung? Alles, was nötig ist, um die Kunden bei der Stange zu halten. Ich kann einen Satz Würfel anbieten. Ich bin nicht in der Stimmung für Glücksspiel, Miss Aliena. Ihr seid nie in der Stimmung für Unterhaltung. Glücksspiele sind Zeitverschwendung. Wohl nichts. Und ihr? Keine Spiele hier. Habt ihr mir was zu sagen? Und der Säufer? Niemals. Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Ein Trinkspiel. Keine Spiele hier. Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Treppe? Nein. Ah, okay, können wir auch mal gucken. Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Und vermutlich nicht. Oh. Ich habe genug Leid gesehen. Was passiert denn? Ich will lieber niemanden beunruhigen. Okay. Habt ihr mir was zu sagen? Niemals. Und der Schild? Keine Spiele hier. Können wir auch nichts machen? Der hatte bisher noch keinen Sinn. Nein, aber es ist gut zu wissen, dass Können wir das Ganze nicht ruhen lassen? Nein. Vielleicht können wir da ein Stück Fleisch mitnehmen. Nein. Wohl nicht. Hast du irgendwelche Spiele? Nein, nicht dabei. Aber du und deine Freunde, ihr könntet Verstecken spielen. Aber der Vogt hat das nicht gern, also lasst es lieber. Danke für die Warnung. Schmied. Nein, das ist nicht die Art Spiel, die das Mädchen meinte. Der hier. Keine Spiele hier. Die. Habt ihr irgendwelche Spiele dabei? Wir haben ein Damespiel aus Frankreich bei uns. Oh, könnte ich es ausleihen? Wenn ihr es vor dem Abend zurückbringt, sehe ich kein Problem darin. Selbstverständlich. Aha. Fiergis, ein französisches Brettspiel. Richard und ich haben es früher gern gespielt. Naja. Naja, das war jetzt aber schon willkürlich Leute ansprechen. Wie es sich für Ritter geziemt. Mit einem geistigen Kräftemessen. Ein Brettspiel? Ich weiß nicht. Ihr habt bloß Angst, ich könnte gewinnen. Fangen wir an. Beginnen wir mit einem vorsichtigen Zug. Sei vorsichtig. Gut. Ein Feldherr, der dem Zorn nachgibt, führt seine Truppen in den Tod. Genau richtig, Ellie. Zuerst konzentriere ich mich auf die Verteidigung. Schauen wir mal, was Alonso macht. Gut gespielt. Eine klassische Eröffnung. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen schnellen Angriff. Lass es langsam angehen. Ich denke, ein langsam vorrückendes Heer ist besser als ein überhasteter Angriff. Aber man kann keine Feldschlacht gewinnen, wenn man sich eingräbt, Ellie. Und hier schreite ich zum Sieg. Sieg in zwei Zügen. Hey, die Figur hat das Ende des Spielbretts erreicht. Welch eine Krönung. Ich habe einen König. Wie nennt ihr das hier? König? Für uns in Spanien ist es die Königin. Und sie ist mächtig.
Sie weiß, was sie will. Nun gut, also eine Königin. Jetzt kann ich das ganze Brett mit ihr leerfegen. Sei vorsichtig. Nicht so hastig. Die höchste Kunst des Krieges ist, den Feind ohne Kampf zu brechen. Unsinn. Ich muss diesen Vorteil nutzen. Ich habe eine Königin an meiner Seite. Jetzt machen wir Randale. Wer als erster die Dame hat, hat das Spiel so gut wie gewonnen. Ich könnte bis zum letzten Stein kämpfen. Aber ein guter Feldherr blickt voraus. Und die Lage ist aussichtslos. Ich strecke die Waffen. Oh, ihr habt Schluss gemacht, bevor es richtig losging. Selbst ein Dichter könnte daraus kein Heldenlied machen. Hier geht es um Strategie, nicht um Schaustellerei. Und es scheint, dass Miss Aliena eine wertvolle strategische Beraterin ist. Das ist ein guter Anfang. Aber ihr habt noch einen langen Weg vor euch. Ihr seid immer so kritisch. Er ist der Taktiker. Ich muss lernen, seinem Instinkt und seiner Erfahrung zu vertrauen und dass sie ihn zu den richtigen Entscheidungen lenken. Ihr seid eine bemerkenswerte Diplomatin und Geschäftsfrau, wie ich höre. Ihr ergänzt einander in der Art und Weise, wie ihr denkt. Das könnte man so sagen. Wenn ihr klug genug seid, mein Freund, den Instinkten dieser Dame zu vertrauen, werdet ihr beide wohl wirklich den Grafentitel zurückgewinnen können. Glaubt ihr, wir schaffen das? Kann ich mit eurer Unterstützung rechnen? Das könnt ihr. Natürlich, wir sind Waffenbrüder. Gut, morgen steht eine wichtige Schlacht bevor. Ich werde euch das Geld bringen. Wir haben früher gern gespielt, ja. Das bringen wir jetzt erstmal zurück, bevor wir denen das Geld geben. Raus. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Und ihr tut uns einen damit, unser Spiel zurückgebracht zu haben. Wir vertreiben uns auf der Reise immer damit die Zeit, einander herauszufordern. Ist schon ein bisschen anspruchsvoll, wenn man blind ist. Gib ihm so viel Geld wie Philipp. Gib ihm weniger Geld als Philipp. Gib ihm so viel Geld wie Philipp. Ja, mal genau gleich. Hier. Endlich. Ich meine, danke. Das reicht für eine anständige Ausrüstung. Nichts Außergewöhnliches, aber gut genug. Oh, versprich mir nur, vorsichtig zu sein. Ich habe ein paar Tricks gelernt. Ich schaff das. Musst du wirklich kämpfen? Wofür soll das alles gut sein? Für Vater Ellie. Ich will Shiring vor Percy Hamley retten. Und wer wird dich retten? Mit Männern wie diesen bin ich wohl nicht mehr zu retten. Auf den Sieg! Auf den Sieg! Auf den Sieg! Ich sehe schon. Viel Glück euch allen. Ich werde wieder zum Markt gehen, um Philipp seinen Teil des Geldes zu geben. Und um mehr Geld zu verdienen, hoffe ich. Es ist noch ein Teil der heutigen Einnahmen übrig, aber auch den muss ich weitergeben. Jo, dann machen wir das. Ich weiß jetzt nicht, was es da mit diesem Fleisch auf sich hatte.
Dinge geschehen, die unsere Generation an ein Ende... Hier. Danke. Vielleicht reicht es ja, um die Bauleute zu halten, bis ich unsere Probleme mit Percy Hamley gelöst habe. Aber Tom meint, ohne Steine und Bauholz werden wir den Bau in einem Monat einstellen müssen. Ihr müsst mit dem Grafen reden. Habt ihr eure Geschäfte abgeschlossen? Ja. Alles erledigt. Freut mich zu hören. Philipp, mir ist jetzt klar, warum unser Markt in Kingsbridge in letzter Zeit mehr Besucher hatte. Shiring ist nicht das, was es mal war. Hohe Steuern und strenge Gesetze fordern ihren Tribut. Ach so. Diese Händler würden alles tun, um ihre Geschäfte auf einem anderen Wollmarkt zu tätigen. Aber es gibt keinen. Sie brauchen einen Ort mit gerechten Steuern und wo man das Geld zu guten Zwecken verwendet. Denkt ihr an einen Wollmarkt in Kingsbridge? Ruf den Mönch rein und die Frau, die bei ihm ist. Du, ungeduldiger Mönch. Du bist dran. Das Mädchen auch. Ich? Wolltet ihr, dass ich mitkomme? Nein. Wir sind aber nicht die Ersten in der Reihe. Dann habt ihr Glück. Rein mit euch, ihr beiden. Na, dann hat er wahrscheinlich ist der Typ zurück, der Shaggy, und hat die gesehen. Philipp von Gwyneth, Prior von Kingsbridge. Der Graf von Shiring. Danke, dass ihr mich anhört, Graf Percy. Darf ich euch eine Freundin vorstellen? Aljena von Kingsbridge. Wir sind alte Bekannte. Oh, das klingt nicht, als hättest du mich vermisst. Ich verlange, den Grafen von Shiring zu sprechen. Er hat sein Wort gebrochen. Ihr sprecht mit dem Grafen von Shiring. Bischof Walleran. Die Feinde dieser Grafschaft haben Percy Hamley aus unserer Mitte gerissen. Mutter! Betrachtet ihr euch als Freund der Grafschaft von Shiring, Philipp? Freund? Wohl kaum. Dieser verdammte Mönch trinkt das Blut meiner Grafschaft. Es steht uns nicht an, sie zu verdammen, Lord William. Aber wohl über sie zu urteilen. Philipp, verlange Zugang zu Holz und Stein. Was ihr den Leuten von Shiring antut, ist schändlich. Euer Vater hat euch wohl keinen Respekt gelehrt, Weib. Der Mönch ist ein Dieb und ihr ebenfalls. Ich hab nicht so viel übrig für Diebe wie mein Vater. Vieles wird sich ändern in Shiring. Welche Verbrechen haben wir denn begangen? Der König hat nie einen Markt in Kingsbridge genehmigt. Euer Markt ist illegal, Philipp. Ihr stehlt meine Steuern, indem ihr meinen Untertanen erlaubt, in eurer schäbigen Priorei Handel zu treiben. Und ihr missachtet meine Autorität. Ist das wahr, Philipp? Ich werde mit dem König darüber reden. Ihr und eure Freunde habt immer nach euren eigenen Regeln gespielt. Diese Zeiten sind vorbei. Bruch um Bruch. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Die Tage der Kathedrale von Kingsbridge sind gezählt. Jetzt geht. Das nächste Mal werde ich keine Gnade zeigen. Mhm.
Was du getan hast, Alena, war eine Hilfe und Inspiration für ein Liefermädchen. Alena hat den Handelskonflikt zu ihrem eigenen Vorteil gelöst. Alena hat sich gut als Händlerin gemacht. Alena hat ihr Geld gleichmäßig zwischen Richard und Philipp aufgeteilt. Alena und Richard waren ein gutes Team. Alena hat das Brettspiel an ihre Besitzer zurückgegeben. Alena hat Philipp geholfen, seine Arbeiter früher zu entlohnen. Weil Leran und William, der neue Graf, haben Philipps Markt für illegal erklärt. Na gut. Ich hatte angenommen, solange der Markt innerhalb der Mauern der Priorei abgehalten würde und die Abgaben den Bau der Kathedrale unterstützten, würde Kingsbridge keine Marktlizenz benötigen. Ich hatte einen großen Fehler begangen. Ich hatte keine andere Wahl, als König Stefan um Hilfe zu ersuchen. Auf Alienas Anraten schloss ich mich den Rittern auf ihrem Weg nach Norden an, nach Lincoln. Da werden wir dann als nächstes hin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier genau, doch, kann ich speichern. Gut, dann ist es jetzt hier auch Zeit, einen Schnitt zu machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal weiter schauen, wo es dann hier mit dem Mönch Philipp, wie es damit weitergeht. Und ob wir da jetzt mit in die Schlacht kommen. Also dann, sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.